Los, komm her. Du magst mich nicht und ich mag mich auch nicht, also komm her. Da ist er ja. Ah. Oh, die halten was aus. Also jetzt im Schloss, da zieht das Spiel schon gewaltig an. Ja, ist ja gut. Komm, gib mir einen roten Kristall. Ein grüner, okay. Besser als gar nichts. Nein, ich wechsle nicht die Waffe. Hm. Hier liegt eine Handgranate. In der Toilette. Gut. Da wollte wohl jemand die Schüssel sprengen. Hm. Hier war ich schon. Ach, was hat er jetzt an der Toilette? Eine Zeitung, das passt so gut. Okay, was steht da drauf? Louis Notiz. Ach Gott, das ist sogar ein Zehnseiter. Einige Parasiten haben die Fähigkeit, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt, aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Durch die Untersuchung der Parasiten erhalten wir vielleicht einige Hinweise zur Wirkungsweise der Las Plagas und erfahren etwas über deren Opfer, die Los Ganados. Ja, ich glaube, das sind hier die Zombies oder die Infizierten in Resident Evil 4. Die heißen dort Los Ganados. So. Hier ist eine Liste einiger der Parasiten, die die Verhaltensmuster ihrer Wirte ändern können. Dicrocoelium. Ja. Wenn die Parasitenlarven ins Nervensystem der Ameise gewandert sind, verändern sie deren Verhalten. Wenn es abends kühler wird, klettert die infizierte Ameise an einer Pflanze empor und beißt sich dort fest. Sie bleibt dort bis zum nächsten Morgen und zwar an einer Stelle, an der es am wahrscheinlichsten ist, von einem Schaf gefressen zu werden. Das ist doof. Man könnte meinen, der Parasit manipuliere den Wirt, um in den Körper des Endwirts zu gelangen. Trematoden. Die Larven des Parasiten nisten sich im Hirn eines Fisches ein. Dieser schwimmt dann an die Wasseroberfläche, wo er so lange bleibt, bis er von Meeresvögeln gefressen wird. Noch ein Idiot. Wieder lässt sich das gleiche Verhalten nur dadurch erklären, dass dieser Parasit in den Körper der Meeresvögel gelangen will. Leucochloridium. Gesundheit. Die Sporozysten dieses Parasiten entwickeln sich in den Fühlern der Schnecke. Durch ihre Farbe und ihr Pulsieren gleichen sie Würmern. Die infizierte Schnecke kriecht ans Ende eines Blattes, wo sie gut von Vögeln gesehen werden kann und somit er gefressen wird. Wenn er vom Vogel gefressen wurde, erreicht der Parasit sein adultes Stadium. Ja. So werden hier alle manipuliert. Was wohl immer noch nicht erklärt, warum uns diese ganzen Idioten hier umbringen wollen, aber... Naja, vielleicht wollen sie ja von uns gefressen werden. Wer weiß. Ja. Kann man hier rüber? Nein, wir können nicht springen. Ach Leon, Daniel konnte springen. Wobei, Daniel war auch nicht ganz dicht. Was ist das hier? Der Generatorraum oder? Eine Schatztruhe. Da sag ich nicht nein. Du erhältst Lampe. Lampe. Oh, ich hatte in den letzten Tagen genug mit Lampen zu tun. Aber, Moment mal. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo die Sachen waren. Doch hier bei Schlüssel und Schätze. Wir haben ja jetzt diese Lampe. Genau. Kombinieren mit dem hier. Kombinieren mit dem hier. Denn diese... Ja, diese... Wie heißen die Dinger nochmal? Ich glaube, Auge, oder? Grünes Auge, ja. Diese Augen, die kann man in diese Lampe einsetzen. Wir brauchen jetzt rein theoretisch nur noch ein... Nur noch ein blaues. Weil das blaue irgendwie rot ist, aber... Ja, also...
Entweder man findet, ich glaube, man findet sie entweder so oder man kann sie ins, nee, man kann sie von diesen Novistadoren bekommen. Aber ich glaube, man konnte diese Teile auch irgendwo so finden. Gut. Ne, Moment. Ich muss das Wasser noch ablassen. Dafür ist der Hahn hier, oder? Ja, wahrscheinlich. Prüfen. Sieht wie ein Ventil zur Entwässerung aus. Wasser ablassen? Ja, könnte nicht schlecht sein, oder? Und das Bassin ist innerhalb weniger Sekunden leer. Wie im echten Leben. So. Oh, Arschloch! Kann es sein, dass ich seit Amnesia irgendwie unglaublich schreckhaft geworden bin? Kann das sein? Was? Mischi! Komm du mir nach Hause! Komm du mir nach Hause! Ich habe ein ziemlich wirkungsvolles Insektenvernichtungsmittel. Von der Firma Schrotgewehr. Na, noch einer. Yes! Aber Moment mal, was haben wir gerade von dem gekriegt? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ich glaube Munition oder sowas. Stirb! Shit! Mann, was für Arschlöcher! Wo ist der? Da! Bleib schön liegen. Komm, ein rotes. Ein rotes, ein rotes. Yes, ein rotes. Yeah, wir können die Lampe fertig bauen. So. Kombinieren. Und? Ihr wollt mich verarschen, oder? Der rote ist blau und der blaue ist rot. Wie dem auch sei. Hauptsache, die Lampe ist voll und wir können sie fair... kaufen. Ach ja, und falls sich jetzt jemand wundert, warum ich Ashley nie gelbes Kraut gebe, es lohnt sich einfach nicht. Ashley ist entweder sowieso tot oder nicht tot. Des Weiteren wird Leon viel öfter getroffen. Wie kommen wir hier eigentlich wieder? Ach nee. Über den Kanal, über das... über den Pool, über das Bassin. Na? Noch einer. Nachladen. So. Friss das. Oh. Oh. Was zum... Gott, der hat mich voll gebrochen. Arschloch. Jetzt verreckt doch. Endlich. Mein Gott. Okay, hier waren doch mehr, als ich noch in Erinnerung hatte, aber irgendwie ist das nicht mehr lustig. Gut. War das der letzte? Ich habe keine Ahnung, aber ich sollte echt mal eine andere Waffe benutzen. Ich habe fast keine Schrotgewehrmunition mehr. Ich kann noch einmal nachladen, da habe ich genau 0 in Reserve. Und dann nehme ich mal... ich nehme die TMP. Die Blacktail ist für das, was hier unten so alles rumkreucht und fleucht, doch ein bisschen... zu schwach. Zumindest noch. Wir können sie noch besser machen, aber halt noch nicht. Gut. Ja, genau. Ja. Was hinter mir ist der? Ey, der ist ja mal geil gestorben. Komm, lass es irgendwas verdammt Wertvolles sein. Na gut, wertvoll ist sowieso relativ. Gibt's hier etwas? Ja, Seidenkristall.
Ja, ich würde sagen, hier hatten die Spieleentwickler vielleicht ein kleines bisschen zu viel Fantasie. Obwohl, das habe ich doch vor kurzem noch in Prince of Persia gesehen. Genau das gleiche. Naja. Wobei, ich glaube, wenn wir von diesen Dingern hier getroffen werden, ist das so ein bisschen Insta-Death. Also... Uhalala! Oh. Geht der durch die Mitte, oder? Ja, der geht durch die Mitte. Ich würde jetzt zu gerne mal wissen, wie es aussieht, wenn wir... Aber, nee. Hopp! Okay. Ah! Okay, wir sind durch. Nur, ich habe eben gesehen, man kann auf die Dinger draufschießen. Warum? Kann man die kaputt machen? Selbst wenn, bei der Munition, die ich habe, bei dem bisschen, möchte ich es nicht unbedingt austesten. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal wieder raus. Was? Eben noch übelst laut. Und jetzt? Was für enorm schalldichte Türen dieser faltige Napoleon-Verschnitt nicht hat. Unglaublich. Obwohl sie gar nicht wirklich danach aussieht. Aber okay. Da sehen wir wieder einen Ziegenbock. Und hier muss man jetzt unglaublich vorsichtig sein, denn man kann ja was echt Episches schaffen. Wenn man vorsichtig ist. Und zwar nimmt man eine Blendgranate und koffert die hier runter. Und dann sofort runter! Sofort runter! Und jetzt! Ja, genau! TMP ist voll! Erstmal Handgranate hinterher. Und dann TMP. Und los da hinten. Ja, gut, zwei sind entkommen, das geht noch. Denn die ganzen Idioten hier schleppen Spinelle mit sich rum. Ha, Ziegenbock-Wichser. Ja, komm da her. Yeah. Yes. Ja. Und was hast du? Wow. Los Illuminados Anhänger. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein kleines Easter Egg ist oder... Oh, da ist noch einer. Ist der so weit geflogen? Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es ein Easter Egg ist oder sowas, aber ja. Man kann so gesehen, wenn man im Voraus hier was runterwirft, kann man diese Viecher hier... Ich glaube sogar, man kann sie alle töten, wenn man sich einigermaßen geschickt anstellt. Nur... Naja gut, ich glaube, es sind jetzt zwei entkommen. Den einen davon haben wir sogar noch erschossen, nur er ist halt weggelaufen. Das geht. Es ging mir prinzipiell sowieso nur um den Anhänger, beziehungsweise diesen Ziegenbock-Typen da zu töten. Das war eigentlich alles, was ich wollte. So. Nur mal eben gucken... Hier ist zu. Natürlich, der Kronleuchter. Ha, was denn noch sonst? So. Zigeunerfreund, haben sie dich eingesperrt? Ich rette dich. Irgendwie. Siehste, schon gerettet. Was ist da diesmal drin? Wieder eine Handgranate? Nein, eine Maske. Maske mit Kerben.
Eigentlich will ich nicht runter, eigentlich will ich... Moment. Wohnst du hier? Welcome. Naja, welcome. Got some rare things on sale, stranger. Ja, das stimmt gar nicht. Aber du hast anscheinend was Neues zu tunen. Und zwar gar nichts. Hey, hey, hey. Aber ich habe was für dich. What are you selling? Zum einen ein paar Spinelle. Hier. Is that okay? Seidenkristalle. Thank you. Is that okay? Thank you. Grünes Auge. Gut, brauchen wir die viermal? WTF? Die Lampe ist 32.000 wert? Oh, ist das Beschiss. Oh, ist das Beschiss. Ich habe mich wirklich dumm und dämlich... gut, das ist ein bisschen übertrieben, aber... Ich habe schon wirklich heftig gebraucht, um die Schätze aus dem Dorf zu bekommen hier. Für die Maske und für den komischen... Für den Bierstein oder die Kaffeekanne oder was das war. Musste einen Riesen besiegen und so weiter. Und habe dafür am Ende lausige 20.000 gekriegt. Hier bringe ich ein paar Insekten um, ein paar Käfer, finde irgend so eine dämliche Lampe und krieg dafür 32.000. Ach, Spiel, du wirst dich verarschen. Aber ja, ich verkaufe sie dir. Ah, I'll buy it in a high price. Ja, dann buy it mal in a high price. Lampe. Thank you. Maske mit Kerben kriegst du nicht. Illuminatus-Anhänger für 12.000. Allein 12.000 ist das Ding wert. Ja. I'll buy it at a high price. Das glaube ich gerne. So, und... Thank you. Obwohl vier Stück, zwei verkaufe ich. Is that okay? So. Thank you. Das wäre es dann. Come back anytime. Und das wäre es nicht nur für ihn, sondern auch für mich. Ich werde jetzt mal eine Runde speichern. Was ist das hier eigentlich? Sieht tot aus. Und frisch. Es ist frisch und es ist tot. Okay. Also wie gesagt, ich speichere mal eine Runde und mache dann ein anderes Mal weiter. Speichern wir auf die... Auf die 1 nochmal. Nur für den Fall, dass es jetzt nicht aufgenommen hat, dass ich nicht nur neue Speicherstände habe, obwohl... Ne, die 4 geht's ja auch noch. Die 4... Ne, nicht die 4, um Gottes Willen. Nein, nicht die 4, aber die 5. Wie dem auch sei. Ja, also wie gesagt, ich mache eine kurze Pause und spiele dann irgendwie die nächsten Tage weiter. Ich habe hier erstmal genug, was ich hochladen kann, also bis denn. Ach Quatsch, bis denn, was laber ich? Ich meine natürlich, adieu und ich bin weg.